Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, jemanden vom Cast von Letzte Spur Berlin da zu haben. Dort spielt der Kriminalhauptkommissar Oliver Radek und im echten Leben Hans-Werner Meyer. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, danke. Mir geht's gut. Ich bin zu Hause. Ich bin im Zimmer meines Sohnes, weil ich hier weiße Wände habe im Hintergrund und ich stehe darauf, wenn der Hintergrund ruhig ist. Wirst du mittlerweile mehr im echten Leben als Schauspieler oder als Kriminalhauptkommissar wahrgenommen von den Leuten? Ich werde als Schauspieler wahrgenommen und als Mensch und ich bin ja auch noch gleichzeitig im Vorstand des Bundesverbands Schauspiel. Also ich werde auch von meinen Kollegen natürlich als Gewerkschaftsmensch wahrgenommen, also ich in vielfältigen Rollen. Von meinen Kindern werde ich als Vater wahrgenommen. Letzte Spur Berlin. Ihr seid schon ganz, ganz lange am Start. Das Ende ist nah. Die 12. Staffel läuft. Die 13. wird die Finale sein. Ist das für dich ein schmerzlicher Abschied oder bei dem du sagst, passt? Sowohl als auch, muss ich da in dem Fall sagen. Also es ist 13 Staffeln ist schon eine ganze Menge. Und das ist auch okay, da mal was anderes zu machen. Aber bei uns ist es so, dass sich das Format in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat. Und wir jetzt an einem Punkt sind, wo es eigentlich sehr gut weitergehen könnte. Insofern es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Oliver Radek, ist das ein Mensch, eine Figur, mit der du dich leicht identifizieren konntest? Oder hast du da am Anfang gesagt, da können wir aber gerne nochmal drüber nachdenken, wie der so ausgerichtet ist? Der ist mir von Anfang an in gewisser Weise ein Geheimnis gewesen und ist es immer noch. Also ich habe ihm im Laufe der Jahre immer mehr von mir gegeben, in der Hoffnung, dass er sich mir irgendwann mal offenbart, wer er eigentlich ist. Hat er bisher nicht getan. Also für mich ist er immer noch, ich weiß immer noch nicht so genau, wie der eigentlich tickt. Es ist ganz seltsam. Ich glaube, deswegen spiele ich ihn auch nach wie vor sehr gerne, weil er ist nicht so leicht erklärbar. Er ist eigentlich ganz normal. Aber was heißt schon normal? Er ist durchdrungen von einer, wie soll man das sagen? Ihm gehen die Dinge etwas an. Ja. Und das ist ja heutzutage eine Sache mit Seltenheitswert. Also Menschen, die zu erkennen geben, dass sie die Welt etwas angeht und dass sie sich kümmern und dass es ihnen etwas bedeutet, wie die Welt ist und ob sie Menschen helfen können oder nicht, ob die Menschen, die verloren gehen, gefunden werden oder nicht, ob sie noch leben oder nicht, das geht ihnen was an. Und das ist für mich eine sehr erzählenswerte Eigenschaft, die auch komischerweise nicht langweilig wird, sondern mir und auch uns allen dabei hilft, diese Sache immer wieder frisch zu halten und neu und lebendig. Du hast tolle Menschen um dich herum. Wir schauen auf die Frauen. Josephine Busch war vor kurzem erst hier und natürlich die wunderbare Jasmin Tabar dabei. Ihr beide seid ja von Anfang an dabei. Es gab natürlich, wie es in vielen Serien ist, immer mal wieder einen Wechsel. Hast du zwischendurch auch mal gedacht, ach, jetzt könnte ich eigentlich mal ein Jährchen oder zwei aussetzen? Oder stand das für dich nie zur Debatte? Mal auszusetzen, die Möglichkeit hätte für mich schon bestanden. Also für mich jetzt. Fürs Format nicht. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber zwischendurch mal was anderes zu machen, wissen, dass es dann weitergeht, das wäre für mich in Ordnung gewesen. Aber nicht aus Überdruss. Wiewohl, man muss natürlich sagen, es ist ja ein Langstreckenlauf. So eine Serie ist ein Langstreckenlauf. Man macht 12 Folgen im Jahr und davon sind einige richtig toll, einige gut und einige so, dass man das Gefühl hat, man muss denen ein bisschen auf die Beine helfen. Wo wir überhaupt unser Job ja auch, also als Serienhauptdarsteller, durchaus auch darin besteht, dass man die Geschichten im Detail zum Glänzen bringt, zum Funktionieren bringt. Also wir haben sehr viel mehr als rein schauspielerische Aufgaben. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich stand nicht in der Versuchung, damit aufzuhören. In der ZDF-Mediathek gibt es die Folgen, die kann man alle sehen. Wann hast du denn das letzte Mal Letzte Spur Berlin geguckt? Ich gucke mir alle Folgen an. Also ich gucke die Folgen mir allerdings an, bevor sie ausgestrahlt werden. Weil für mich ist das allerdings auch ein Teil der Arbeit, weil wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht und sehr viel ausprobiert und versucht, das Beste aus den Drehbüchern zu machen, wie gesagt, zum Leuchten zu bringen. Und auch die Private Lines, die ja tückisch sind mitunter, weil sie in eine ganze Staffel gehen, zu überprüfen, was daran funktioniert und was nicht. Weil es auch einen Einfluss auf die nächste Private Line hat, die wir spielen.
und auf den Zustand der Figur in der nächsten Staffel. Deswegen ist es mir immer wichtig, das im Vorhinein zu sehen. Und deswegen, ja, ich habe gerade vor ein paar Wochen die vorletzten Folgen gesehen. Also ich weiß, wie es weitergeht. Wenn ich dir zwei Instrumente hinhalten würde, eine Gitarre und eine Violine, bei welchen würdest du eher zugreifen und warum? Bei der Violine, weil sie teurer ist. Nein, also ich spiele, ich hab Geige gelernt und spiele es nach wie vor gerne und habe es auch gerade wieder neu entdeckt. Aber mit der Gitarre kann man natürlich viel mehr, kann man viel mehr, also mit Freunden Musik machen. Geige ist halt ein klassisches Instrument und nicht allzu viele Leute machen heutzutage noch klassische Musik. Insofern wäre die Gitarre wahrscheinlich sinnvoller. Seit April 2006 bist du ehrenamtlich als Vorstandsmitglied beim Bundesverband Schauspiel. Das ist die Gewerkschaft für schauspielende Menschen. Was bedeutet das? Also was für Aufgaben hast du da? Ich habe den Verein mitgegründet und bin deswegen eigentlich schon für alles mehr oder weniger zuständig gewesen. Das ist auch meine Aufgabe ist, ich habe keinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Da müsste man jetzt zu sehr ins Detail gehen, das ist auch ein bisschen langweilig. Aber Fakt ist, es gibt ja, wir haben verschiedene Aufgabenbereiche. Wir haben Film und Fernsehen und Streaming, wir haben die Bühne und wir haben die Sprache, also Synchron und auch Hörbücher und so weiter. Und wir haben für all diese drei Bereiche haben wir Beauftragte. Ich habe keinen dieser Bereiche allein, sondern ich bin quasi für die Gesamtkommunikation zuständig und ich bin zweiter Vorsitzender. Das heißt, ich muss in allen Themen irgendwie bewandert sein, aber in keinem Spezialist. Ja, und dann habe ich noch den Schauspielpreis, den ich auch mitgegründet habe, wo ich auch im Organisationsteam bin. Auch da macht die Hauptarbeit, macht jemand anders, macht Christian Sänger und Nadine Heidenreich. Und ich bin quasi der Link zwischen dem Schauspielpreis und dem Vorstand des Bundesverbands Schauspiel. Das allerdings alles zusammen fordert doch eine Menge Zeit und auch Energie, klar. Aber es bringt ja auch viel. Also ich bin froh, dass wir es gemacht haben und mache es nach wie vor gerne. Ist denn die Schauspielbranche an einem Punkt, an dem alles gut ist oder an dem viel getan werden muss? Nee, es ist nicht alles gut. Weit davon entfernt. Also wir haben nach dieser großen MeToo-Geschichte ist natürlich auch hier klar geworden, dass es sehr viel im Argen gibt, was sexuellen Missbrauch betrifft, sexuelle Belästigung und auch Machtmissbrauch. Es gibt in dieser Hinsicht sehr viel zu tun, aber genauso viel, wenn nicht mehr, im Bereich Tarifpolitik, Tarifverhandlungen, Etablieren von Regeln, die dann auch eingehalten werden. Also sagen wir mal so, die Arbeit geht da nicht aus. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, und hoffentlich macht ihr weiterhin sehr große, schnelle Fortschritte. Ja, das hoffe ich. Also Jasmin ist ja auch immer zur Hilfe, wenn man sie braucht. Und wir haben Gott sei Dank, sind gut vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen und haben sehr viel Hilfe auch aus der Schauspielerschaft. Bei Wikipedia steht, du gehörst seit 1997 zu den meistbeschäftigsten und vielseitigsten Schauspielern deiner Generation. Das mit dem Lächeln zu hören, muss man, glaube ich, sich sehr lieben. Deswegen frage ich, ist das erträglich, wenn man das so hört? Ich weiß ja, wie die Realität ist. Also meistbeschäftigt und vielseitig, das sind so Begriffe, die sind leicht dahingesagt. Fakt ist, ich arbeite seit 30 Jahren ununterbrochen und da kommt natürlich einiges zusammen. Und wenn man zwei Serien macht, eine mit 68 Folgen, glaube ich, die Cleverin, und jetzt 140 mittlerweile, dann kommt natürlich einiges an Filmen zusammen. Was in unserem Beruf letztlich eigentlich nur zählt, ist, dass man in Arbeit ist, egal wie. Dass man immer weiter arbeitet. Und das ist bei mir bisher der Fall gewesen. Insofern stimmt das und ich bin froh drüber. 2021 konnten wir dich sehen bei Marie fängt Feuer in der Folge Coming Out. Ist das bei all den Sachen, die du gedreht hast, etwas, was dir auch in Erinnerung geblieben ist? Oder war das ein regulärer Drehtag, ein paar mehr, irgendwann in dem Mai? Es ist mir aus verschiedenen Gründen in Erinnerung geblieben. Erstens war es natürlich eine tolle Rolle, ein Mann zu spielen, der sein Coming Out hat, also der seine Homosexualität, den entdeckt hatte er schon lange. Er hat quasi versteckt homosexuell gelebt. Es ist natürlich eine tolle Rolle, ist was ganz Besonderes. Aber es ist mir auch aus dem Grund in Erinnerung geblieben, weil es in die Corona-Zeit fiel. Als der Lockdown anfing, war ich gerade bei einer Leseprobe in München. Und da hieß es, alles muss abgesagt werden, es muss verschoben werden, keiner wusste, wie es weitergeht. Und das hat sich dann im Jahr
am Ende des Jahres haben wir es dann gedreht und zwar teilweise parallel zur letzten Spur. Also es war eine logistische Herausforderung. Insofern, ich war froh, dass wir es machen konnten und es war schön, nochmal wieder was anderes zu spielen. Und noch dazu eine Rolle, die so weit weg von Oliver Radek ist, wie man sich das nur vorstellen kann. Deine Tochter spielt dort, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Soraya Buapsa. Ihr habt sehr intensive Momente. Am Anfang ist sie sehr happy, du bist so, deine Figur ist so der perfekte Papa. Und dann erwischt sie ihren Papa, wie er mit dem geliebten Mann umherknutscht. Und dann konfrontiert sie ihn in seinem Büro. Eine krasse Szene. Und es hat so Spaß gemacht, euch beiden dazu zu schauen. Ist das bei der Produktion dann so, dass man sagt, kommt, ihr habt den Text drauf, wir schießen heiß, wir drehen es direkt? Oder habt ihr ein paar Mal geprobt, bevor es losging? Ah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass wir haben auf jeden Fall geprobt. Also wir haben wir haben nicht ungeprobt gespielt. Aber das war ja in der Tat eine intensive Szene und wir haben viel darüber geredet vorher. Wir haben auch an den Texten gearbeitet. Der Regisseur, der auch gleichzeitig der Autor war, war sehr cool damit und auch sehr unterstützend und ein Sparring-Partner. Aber wir haben in der Tat darauf geachtet, dass wir die Intensität beim Drehen hatten und nicht beim Proben. Also wir haben nicht so geprobt, dass wir uns dabei verausgabt haben und dann hinterher war es ein Abklatsch vor der Kamera, sondern wir haben darauf geachtet, dass wir es anproben und die Gänge proben. Es ist ja auch viel in einer Einstellung gedreht und dann und es dann gedreht haben. Wir haben 2-3 Takes, glaube ich, dafür gebraucht und die Soraya, die ja noch gar nicht so lange dabei ist, hat das fantastisch gemacht. Also sie ist noch nicht so routiniert, aber sie war es war hochprofessionell, wie sie es gemacht hat und vor allem dieser extra Schuss an Intensität vor der Kamera, den hat sie gebracht. Ich hoffe, dass wir dich noch in ganz, ganz vielen tollen Sachen sehen werden. Und erstmal sehen wir dich in der letzten Spur Berlin. Gibt's in der ZDF-Mediathek, die 12. Staffel läuft. Als Kriminalhauptkommissar Oliver Radek und zu Gast in der Web-Talkshow Hans-Werner Mayer. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Und du hast jetzt sogar noch eine wundervolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, das Wort Respekt ist eins der wichtigsten der Welt. Und wenn ihr cool seid, achtet ihr darauf, dass es eingehalten und umgesetzt wird. Wir sehen uns wieder zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutja. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Hans-Werner Mayer. Bis dann. Also, was ich noch nie in eine Kamera gesagt habe, ist blablabla. Aber ich kann natürlich auch was anderes sagen. Und das ist schönes Wetter heute.